shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch, und zwar wie ihr, wenn ihr sterbt, wieder in einem Pegasus-Fahrzeug spawnt. Es ist jetzt sowas ähnliches wie ein Duplikationsglitch von Pegasus-Fahrzeugen. Das einzig Blöde ist halt wirklich, dass ihr die Pegasus-Fahrzeuge nicht euren Freunden geben könnt, und wenn ihr aussteigt oder, ja, wenn ihr rausgezogen werdet aus den Fahrzeugen, dann könnt ihr nicht wieder einsteigen. Also das Fahrzeug ist dann quasi noch da, aber ja, man kann damit nicht viel machen. Es ist jetzt nicht so der Mega-Glitch, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es macht trotzdem Spaß, wie ich finde, das Ganze mal auszuprobieren. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu machen. Und was ihr dazu machen müsst, auf jeden Fall, es klappt mit mehreren Pegasus-Fahrzeugen. Wir haben es einfach mal mit der Hydra getestet und klappt natürlich auch mit dem Panzer und mit welchen Fahrzeugen das noch alles klappt, da müsst ihr, ja, einfach mal selber probieren, würde ich sagen. Ich zeige euch jetzt gerade mal, wie der Glitch funktioniert. Und zwar, euer Kumpel geht zum Beispiel jetzt hier in eine Hydra rein und danach müsst ihr ihn erschießen. Und da ist es ganz wichtig, dass sobald er tot ist, euch eine Einladung zu einem 1 gegen 1 Deathmatch schickt. Währenddessen er noch, ja, tot ist, darf er noch nichts drücken, also kein X spammen, sondern dass ihr wirklich viel Zeit habt, steigt in das Pegasus-Fahrzeug ein und sobald ihr drin sitzt, nimmt ihr die 1 zu 1 Einladung vom Deathmatch an. So, dann seid ihr nämlich in der Hydra drin und euer Freund, der euch zum dem 1 gegen 1 Deathmatch eingeladen hat, spawnt automatisch auch in der Hydra. Ich zeige es euch gerade mal aus der anderen Sicht. So, ich zeige euch das Ganze mal aus der anderen Sicht, und zwar jetzt gehe ich in die Hydra rein, setze mich dann dahin und mein Kumpel erschießt mich. So, und sobald er mich erschossen hat, drücke ich sofort Viereck für die 1 zu 1 Deathmatch-Einladung und drücke dabei nichts, also kein X-Spammen, sondern einfach warten, bis die Zeit abläuft, dann hat er genug Zeit, um das Ganze zu aktivieren, und dann spawne ich quasi auch in einer Hydra, wie ihr auch schon seht. Und jedes Mal, wenn ihr dann sterbt oder irgendwas ist oder ihr fliegt mit der Hydra wohl dagegen und die Hydra explodiert, spawnt ihr automatisch, weil ihr in dem 1 zu 1 Deathmatch seid, jedes Mal in der Hydra wieder neu. Und standardmäßig ist der 5 Minuten eingestellt für das 1 gegen 1 Deathmatch, aber das könnt ihr auch nach Belieben ändern. Und zwar, da geht ihr einfach ins Interaktionsmenü rein, geht dann fast nach ganz unten und da steht dann irgendwann mal dran, 1 gegen 1 Deathmatch, also standardmäßig 5 Minuten. Und da könnt ihr einfach die Zeit nach Belieben ändern und so lange habt ihr dann auch immer wieder die Hydra, falls ihr stirbt. Sobald die Zeit abgelaufen ist, spawnt ihr leider fliegt er leider wieder aus der Hydra oder aus dem anderen Pegasus-Fahrzeug wieder raus und seid dann wieder ganz normal im freien Modus ohne Hydra. Aber für die Zeit, wo ihr dann eingestellt habt, könnt ihr durch die Map fliegen. Wenn ihr stirbt, kein Problem, könnt ihr sofort wieder, oder spawnt ihr automatisch wieder in Hydra. Also ich finde es auf jeden Fall mal sehr geil, das zu machen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht der Mega-Glitch und ihr könnt auch nicht wirklich die Fahrzeuge den anderen Kumpels schenken, dass ihr da alle zusammen in der Hydra zum Beispiel seid. Aber ich finde es trotzdem sehr lustig. Und meinen besten Dank jetzt geht es erstmal an Erdgeist und G16/2014 raus, weil die haben mir wirklich tatkräftig dabei geholfen. Genauso wie Army King 333, Crack47, Agent 00 Tim 7, also sehr lustiger Name auf jeden Fall. Dann Mausachse Achsen 88 und X23 Marco 23X. Vielen Dank erstmal an eure Unterstützung und dass ihr halt auch beim Video dabei oder so gut mitgemacht habt. Und wenn ihr das halt auch mal machen wollt, weil ich mache das in letzter Zeit echt öfters und ich finde es eigentlich ganz lustig, solange man sich nicht gegenseitig abknallt, weil wenn einer irgendwie Mist baut oder meint, das Ganze kaputt machen zu müssen, dann lösche ich wieder sofort aus der Freundschaftsliste und blockiere natürlich auch, dass er nicht wieder reinkommt. Aber wenn ihr das auch machen wollt, schickt auf jeden Fall mir eine Freundschaftsanfrage. Wenn ich dann in einer geschlossenen Freundesitzung bin, dann nehme ich gerade irgendwas auf oder bin am Glitch probieren, dann kann auch jeder beitreten, kann mir dabei helfen und ist dann auch auf jeden Fall beim nächsten Video dabei. Falls ihr Bock drauf habt, einfach mich adden. Ihr seht da, wenn ich jetzt in einer geschlossenen Sitzung bin, da mich bitte nicht stören mit irgendwelchen Party- oder Spieleinladungen, weil da bin ich dann irgendwie mit irgendwas beschäftigt, wo ich jetzt keine anderen brauche oder haben möchte. Aber wenn ich in einer öffentlichen oder in einer geschlossenen Freundesitzung bin, könnt ihr mir einfach beitreten und seid auf jeden Fall dann auch im Video dabei und ich erwähne euch auch natürlich ganz klar. Und das war's eigentlich schon. Probiert's bisschen aus, macht auf jeden Fall Spaß, der Glitch, oder ja, ein Glitch ist ja nicht wirklich so in dem Sinn, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Dann könnt ihr euch die ganze Map vollstellen mit euren Hydras oder Panzern oder was weiß ich was, ist für Videomacher auf jeden Fall sehr geeignet und das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao.